Hallo und herzlich willkommen auf der Lostberg Map zusammen mit Malte, Olli und Skipper. Hallo. Hallo. Hi. Ja, in dieser Folge möchte ich zum einen mal hier, stehen da zwei Leute genau unter Beobachtung. Die haben nämlich gerade sehr, sehr teures Equipment. Und dann wollte ich mir gleich mal das Rübenlager angucken. Ich habe mir gerade überlegt, wir haben jetzt, glaube ich, dreimal beide Anhänger reingefahren, wenn ich mich nicht täusche, oder? Zweimal? Dreimal? Dreimal, glaube ich, haben wir jetzt schon was reingefahren. Ja. Da müsste, glaube ich, einer mal schieben oder so. David, spring rein, ich nehme dich mit. Nee, ich glaube. Meinst du, Sport ist kein Mord? Beziehungsweise ist eh kein Beifahrerskript drin. Schade, müsste wir uns auch standardmäßig machen. Ja, das wäre ja, lieber witzig. Laufen, als mit dir mitzufahren. Ja, du hast auch wieder recht, ne? Ja, und übrigens, Leute, Entschuldigung, der Skipper ist heute doch noch mal dabei. Konnte nicht. Ja, eigentlich wollte er gehen, aber. Ja. Hat so getan, als würde er gehen wollen. Was haust du eigentlich mit dem Grubber von dem Feld ab? Das Feld war doch noch gar nicht gegrubbert. Doch, das Feld. Zack, zurück, arbeiten. Nee, den fahre ich jetzt zum Hof. Ich nehme mir deinen Optum, der da steht. Der Optum steht hier beim Feld. Den Optum wollte ich jetzt eigentlich zum Schieben nehmen. Aber, achso, der steht. Na. Gut, dann lassen wir den 724 da zum Schieben stehen. Ja, dann bring ich den Grubber zum Hof. Willst du Rüben schieben, oder was? Ja, ein bisschen Rüben zusammenschieben. Und ich habe mir Folgendes überlegt, wenn wir da jetzt drei Anhänger stehen haben, sind das ungefähr 120 Kubikmeter. Dann GPS-Kurs. David, nimm dir den Optum, dann sind wir das schon packen mit dem Grubber. Nee, der Optum steht ja schon mit Grubber am Feld, kannst direkt weitermachen. So viel ist das da nicht. Malte drin. Weil ich habe mir überlegt, wir werden jetzt jeden Anhänger an Rüben direkt verkaufen. Sonst müssen wir irgendwann schauen, dass wir die Sachen mit unseren kleinen Radlagern alle wieder rausgeschaufelt bekommen. Ist auch nicht so cool. Dementsprechend glaube ich, dass es schöner wäre, wenn wir halt jetzt, dann haben wir 120 Kubikmeter Rüben auf der hohen Kante, vielleicht, wenn da irgendwann mal ein cooles Angebot kommt oder so, dass man dann mal reagieren kann, ein bisschen Geld damit verdienen kann. Aber ansonsten gehen die Rüben jetzt sofort raus und verdienen wir damit sofort Geld und nicht erst später. Den 24 habe ich dir hier stehen gelassen am Hof. Jo. Also, guck mal, wie ich fahre. Ich kann nochmal bei dem IHC eine Schaufel mit Silage vorne. Ein Hundegang. David. Ein Holmer Terra Variant wird zum Abtanken jetzt auch nice, jetzt als Überlader. Ja, ist halt einfach noch. David, ich mach nochmal eben eine Schaufel mit Silage vorne. Warum hab ich schon wieder den Bug, dass die Lenkung nicht zurückgeht? Weiß ich nicht, den hast du häufiger, ne? Ja. Ja, den hatte ich auch vorhin häufiger, den Bug. Das ist auch was glaube ich früher schon oft in Verbindung mit IC-Störung aufgetreten ist. Wenn ich mich nicht täusche. Olli, das Spiel mag dich nicht. Was sagst du? Haben wir hier einen Traktor mit IC-Steuerung, außer der MB-Truck? Der MB hat die, sonst keiner. Der IHC von Öler Händel, wenn du den. Ja, viele haben die, aber jetzt hier auf dem Spielstand aktiv. Darum geht's ja. Was es irgendwo im Internet gibt, das beeinflusst uns ja nicht. So. Ist eigentlich schon ein ganz netter Haufen hier. Hast du irgendwo im Internet, den hast du doch aktiviert, meine ich sogar, oder? Nee. Aber im Mod-Ordner ist er bei dir drin. Ich glaube nicht. Nee, nicht in diesem. Doch. In der Google Drive jedenfalls war er. Okay. Wusste ich gar nicht. Oh Mann, das ist aber scheiße zu wenden mit dem großen Gruber hier. Ach, der 5 Meter Top-Down, der geht doch noch. An der Rolle bleibt frei. Ja, weniger kommt halt kann einfach mit arbeiten. Großem Gerät nicht klar. Genau. Ey, das ist aber was. Was hat denn für ein Kack? Wieso bewegen sich die Walzen nicht bei dem Top-Down? Weil du drin das im Multiplayer nicht synchronisiert wird, das war häufig schon so ein Problem bei Animationen. Sag mal zusammen, vielleicht geht's ja dann. Sieht ein bisschen schief aus, wie ob du den nicht ausgehoben hast, oder? Puh, auf einmal sind die Reifen weg. Wie weg? Beim Top-Down. Bei mir fehlen die jetzt gerade auch. Der Skipper. Skipper hat kaputt gemacht. Der Skipper, gerade hieß es noch, passt drauf auf hier, die machen dir jetzt die Maschine kaputt, explodiert. Und dann gibt man dir einmal einen guten Grubber.
Da fehlen beide Reifen, Alter, was hast du damit gemacht? Reifen. Natürlich, bei mir fehlen Reifen. Geschmiert. Nur die Walzen. Eieieiei. Ich kann und sowas keine hast du noch Minuten alleine lassen. Hm? Nee. Zumindest Skipper. Ich sag dir, der Olli hat das Ding sabotiert. Wahrscheinlich. Ich? Ja. Olli ist der Einzige, der vernünftig anpackt und dabei eben, obwohl Malte auch, aber... Olli. Mit anderen Worten, alle außer du, Skipper. Könnte ich erstmal 2 Wochen Urlaub, ich glaube, Tag. Ja, 3 Wochen am besten. Gemacht, dann haben wir auch Urlaub. In den Ferien, also in den Sommerferien 2 Wochen Urlaub. Soll ich dir was sagen? Ich hatte heute schon wieder frei. Und du übersteuerst gerade ein wenig. Ich weiß. Ja, aber richtig. Wann gehst du eigentlich mal wieder zur Schule oder so? Ich? Morgen. Obwohl da auch wahrscheinlich wieder 4 Stunden ausfallen. Okay, krass. Wegen, weil ihr jetzt so kurz vorm Abschluss seid oder wie war das? Nee, wegen Prüfung. Die werden, unsere Klassenlehrerin macht ja Deutsch. Wegen Abi also, oder 10. Klasse Prüfung? Nein, Hauptprüfung, Hauptschule. Also, okay, also 10. Klasse Abschluss oder sowas, ne? Nee, 9. 9. Okay. Da schreibt man auch Prüfung auf der Hauptschule? Ja. Okay. Ja. Ich hatte nur, ich war ja bis 10. Klasse Gesamtschule. Und da war es halt so, dass es dann nach der 10., ich glaube in der 8. gab es irgendwie so eine größere Prüfung, die hatte irgendwie noch einen besonderen Namen. Und dann in der 10. gab es halt Abschlussprüfung 10, die wird aber glaube ich auch an Hauptschulen geschrieben und halt an Realschulen generell, also eigentlich an allen Schulformen. Zumindest in NRW war das so. David? Ja? Meinst du in der 8. Klasse zufällig die Lernstandserhebung? Genau, Lernstandserhebung hieß das. Ja, hatte ich jetzt auch vor den Osterferien. Boah, das ist bei mir schon 6 Jahre her. Ist in der 8. Klasse? 8. Ja, ist ja erst 14. Der ist noch jung. Ach du Scheiße. Und sowas lassen wir mitspielen? Ja. Ja. Noch. Ey, was heißt denn noch? FSK 16 ab sofort. Noch heißt, dass du vernünftig arbeiten sollst. Ach siehst du, Olli ist ja auch gar keine 16, siehst du. Noch ne. So eine Gruppe auf einmal kaputt ist, weiß ich nicht. Ja, du kaputt dich da reingehockt hast. Kaputt ganz gemacht einfach wurde. Der ist nicht einfach sag irgendwann von alleine Problem kaputt. Also, aber David, eigentlich hat er den Malte vor mir, ne? Ja, aber nee, Malte macht nichts kaputt. Ich bin ja zum Feld gefahren, aber okay. Ah klar, Malte macht nichts. Hm. Nee. Ja. Malte, du solltest die Rüben verkaufen, ne? Was, ich soll die jetzt verkaufen? Ja. Alle neuen Anhänger bitte verkaufen, weil... Skipper? So einen Mitarbeiter hast du dir aus Skipper? Ja, man kann ja mal was vergessen. Skipper. Was denn? Du solltest mal ganz leise sein, wir sind die alten Hasen hier, ja? Ja, ja. Wo Skipper ist das junge Gemüse, was immer dazu kommt und nervt, ne? Ja. Gemüse vor allen Dingen, ey. Davon gibt's aber ziemlich viel. Wohin sollten vom jungen Gemüse? Ja, die Nerven. Davon gibt's haufenweise. Hier mal Kommissar spielen, da findest du erstmal Gemüse. Dich oder was? Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, brauchst du aber endlich mal von dir reden, ne? Lona Sascha. Hey. Keine Leute hier diskriminieren. Außer Skipper. Ich wollte gerade sagen, bei dem darf man das. So, wo Skipper ist dabei, der kann sich beschweren. Man lässt nicht über Leute, die nicht anwesend sind. Also dürfen wir auch nicht über Skipper labern, oder? Doch, dürfen wir. Na ja, gleich in der nächsten Folge nicht mehr, da bin ich nicht mehr anwesend. Ja, dann lässt man... Weißt du, jetzt macht er uns wieder Hoffnung. Gleich haut er dann doch nicht ab. Ich bleib doch nur eine Folge hier. Ey. Was kommt dann wieder? Warte mal. Gleich guck ich jetzt mal Goldrausch. Goldrausch fand ich ehrlich gesagt die letzten 2 Folgen gar nicht so geil. Was ist denn passiert? Kannst du mal ein bisschen spoilern? Nö, ich spoiler dich nicht. So ein Arsch bin ich. Ja doch, ich will, dass du seiner bist. Nö. Aber nee, da könntest du ja auch irgendwelche... Hä? Warum geht jetzt genau die Hallentür nicht auf, die ich jetzt brauche? Hast du das auch kaputt gemacht, ja? Damit speichern ja mal lieber. Meinst du, gerade läuft nicht alles so, wie es soll? Nee, das, Leck? Boah, wenn das schon... Ja, wenn damit gespeichert hat, dann leck. Ich habe auch gar nicht gespeichert.
Da gab es gerade aber einen ordentlichen Lag. Vielleicht war Autospeichern. Ich bin gerade rumgerannt, da merkt man das meistens nicht so. Ey, wenn du hier aber so bei Kontra fährst mit dem Optum und dem Gruber hinten dran, da wird der ganz leise, ne? Von den Umdrehungen her. Hat der nicht mehr viel zu tun, der Optum. Oh, bergab. Oh, ich habe ein Warning in meiner Ding drin. In meiner Log. Wovon denn? Und sogar ein Error. Wovon denn? Hier von Sachen, wo ich in meinem Mod-Ordner drin habe. Okay, das ist aber ein. Also, ja, gut. Wenn das. Agrarius. Unten oder oben? Das ist jetzt die Frage. Wo die Errors stehen. Bei wo ist denn der Reifeisen? Reifeisen. Beim Güterbahnhof unten. Wo ist der Güterbahnhof? Reifeisen ist beim Güterbahnhof in der Nähe. Beim Shop. Beim Shop da unten in der Ecke. Okay. Ja. Bin ich eben vorbeigerast. Ja, da sind sie wieder, die Raser. Das sind immer die größten Verbrecher. Das ist eine 30er-Zone, ne? Reifeisen. Malte. Ey, David? Ja? Kannst du den mal austauschen, wo der neben mir die ganze Zeit rumfährt? Es gibt ich fühle mich hier was? So unsicher neben dem. Macht er da schon wieder Stress, oder? Ja, jetzt fährt er gegen mich. Skipper macht Stress ohne Grund. Skipper, wir spielen miteinander, nicht gegeneinander. Dieses Spielprinzip hat auch nicht. Das verstanden. Muss man den jungen Leuten halt zwischendurch auch mal erklären. Das ist nicht Landwirtschaftssimulator, das ist Killerfarm. Ja. Nee, ey, in der Freizeit nicht so Kill viel die Kuh. D.O.D. spielen, was? Ja? Das Spiel hier heißt Kill die Kuh. Oh, das ist dann aber FSK 18, das Spiel, du. Das wollte... Ich weiß nicht, kann mal ein Grund bekommen. Mehr, warum du nächste Folge nicht mehr mitspielst. Nee, ich gehe ja und wegen, weil du da bist, Olli. Ja. Ach, siehst du, das war ja zusammen. Jetzt ist hier Shots feiern, ne? Ja. Ich komm gleich kontrollieren, wie viel Hektar ihr geschafft habt. Das geht Kommentare, du. Gleich erstmal hier. Die Kommentare muss ich mir durchlesen. Ich würde sagen, ich auch. Letzte Folge mit Skipper für heute, da können wir eigentlich auch sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb und jetzt wird nicht mehr gemeckert. Ich weiß nicht, ob das hier mit alle lieb ist. Und Skipper haut natürlich wieder einen raus. Ich hätte auch nochmal einen draufhauen können, aber... Ist, haben wir uns nochmal alle lieb. Nö. So, die beiden Hänger rüben sind verkauft. Wenn du herkommst, ist ein Hänger schon wieder voll. Meine Hänger. Boah, ich hasse diesen Schneidewerkswagen. Beziehungsweise die Kombination aus dem Fendt, weil der diese Höhenregulierung hat, die aber irgendwie scheiße funktioniert. Ich finde das eigentlich ganz nice. Ja, aber irgendwie, wenn du auch nur ein bisschen auf ein bisschen unebenen Untergrund stehst, passt das um ein paar Zentimeter nicht mehr und der, also dass der die Achse hoch und runter fährt, beziehungsweise sich halt da so verlagert, finde ich cool. Aber sobald der Untergrund nicht ganz optimal ist, ist halt sofort, aua. David, welchen zweiten Drescher wolltest du denn jetzt eigentlich kaufen? Mal gucken, erstmal brauchen wir dafür irgendwann Geld. Einen, wo du nicht fahren darfst. Ja. Ja gut. Wahrscheinlich den Rosselmarsch, weil der mit 9 Meter ganz nett ist. Gleich 9 Meter? Hm? Gleich 9 Meter? Ja, da musst du aber drauf zahlen, dass du ihn fahren darfst. Ja. Also entweder 9 Meter oder eigentlich geht's ja gar nicht mehr viel. Dann ist man ja direkt über 10 Meter, weißt du, wenn du dann vielleicht einen kleinen Glas oder so ein bisschen schnell bei. Ich glaube, das Glas hat dann 10,5, ne? Ja. Der, also, was du in der Klasse unterwegs wärst. Der halbe Meter, 1,5 Meter mehr, ne? Ja, aber 9 Meter sind auf der Map schon viel, finde ich. Ja, irgendwo. Es müssen nicht immer 13,7 Meter vom New Holland oder vom Case sein. Alter, wo bleibst 14, du? 14,5 sind's. Bin nee, gleich da. 13,7. Ja, 13,7. Das gibt Seiten 13er. 13er? Seiten 13er, der Flexkörper? Ja, seit 13er Titanium gibt's das. Ja gut, das vom Case, das vom... Ja, das ist ja im Endeffekt... Ach, ähnlich. Da ist der Olli, Mensch.
Im Endeffekt sind die ja relativ ähnlich von der Bauart her. Ach, da hast du durchgestoppt. Im Prinzip ist auch das Schneidwerk. Im Prinzip ist der MF auch ein günstiger Fendt-Mäherischer. Jo. Bei denen ist es sogar noch deutlicher, finde ich. Es ist im Prinzip nur eine andere Textur. Anders lackiert, das genau, andere Textur. Viel mehr tut sich da nicht. Sind praktisch, kommt alles aus dem gleichen Werk, geht nur in eine andere Lackierhalle. Und ein anderer Name steht drauf. Ja. Und weil Fendt drauf steht, ist halt alles 20.000 mehr genommen. Ja, gehört halt alles zu Fendt. Das Terminal ist aber auch, glaube ich, ein anderer Standard. Das ist dieses Vario-Terminal, glaube ich, ne? Ja, bei Fendt. Ja, und wobei MF sicher auch ihr eigenes gutes System haben wird. Du fährst zu schnell. Wer fährt zu schnell? Malte. Alle Vollgas. Immer Vollgas. Aber Knollgas. Ich würde sagen, dann haben wir es nämlich für heute mal wieder geschafft mit einem Blick auf die Uhr. Die Zeit gibt auch Vollgas. Genau, die Zeit gibt auch Vollgas. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es euch Spaß gemacht hat. Bis dahin. Ciao. 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 Tschüss.